Seit kurzem spricht man in der Ökologie nicht mehr von der Natur, sondern dem Lebendigen. Wie es dazu kam? Durch die Arbeiten des berühmten Anthropologen Philippe Descola. Der Professor bekam die Goldmedaille des CNRS und ist Spezialist für die Beziehungen zwischen Menschen und Nichtmenschen. In Jenseits von Natur und Kultur hat er gezeigt, dass die Natur als eine von den Menschen getrennte Welt nicht für alle existiert. Warum ist der Begriff Natur problematisch? Wie ist dieses Konzept entstanden? Wer hat die Natur erfunden? Während die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur seit den Arbeiten von Claude Lévi-Strauss für die Anthropologie grundlegend war, entdeckte sein Schüler Philippe Descola in seiner Zeit bei den Jivaro-Indianern im Amazonasgebiet, dass sie für diese überhaupt keinen Sinn macht. Lévi-Strauss war mein Doktorvater, deshalb war die Unterscheidung zwischen Natur und Kultur für mich zentral. Ich hatte das in der Schule gelernt und in den Büchern von Lévi-Strauss gelesen. Dann kam ich zu den Menschen im Amazonasgebiet. Ich wollte dort das untersuchen, was ich damals als die Sozialisierung der Natur bezeichnete, die Art, wie diese Gesellschaft nicht nur ihre Beziehungen zu Pflanzen und Tieren gestaltete, sondern sie auch im Alltag in klassischen Tätigkeiten wie Jagen, Sammeln, Brandrodung und so weiter entwickelte. Ich wollte also herausfinden, wie sie Natur und Kultur, Natur und Gesellschaft miteinander verbanden. Meine Frau Anne-Christine Taylor und ich, mit der ich vor Ort war und die ebenfalls Ethnologin ist, stellten nach einigen Monaten fest, dass die Nichtmenschen für sie, also die Pflanzen, Tiere und Geister, soziale Akteure sind, mit denen diese Menschen, die Jivaro, im Alltag auf alle möglichen Arten interagieren. Insbesondere durch magische Gesänge, die sie nur im Geist singen. Das war einer der Gründe, warum wir recht lange brauchten, um das zu verstehen, weil es nicht sichtbar ist, wenn die Leute geistig singen. Und was sie sangen, war an die Seelen von Pflanzen und Tieren gerichtet. Außerdem kommunizierten sie durch Träume, in denen Pflanzen und Tiere in menschlicher Gestalt zu Besuch kamen und ihnen Botschaften überbrachten. Für sie gab es so etwas wie Natur nicht. Sie hatten nicht nur kein Wort dafür, sondern das, was ich als Natur bezeichnete, war für sie die Gesamtheit aller nichtmenschlichen Wesen, mit denen die Jivaro im Alltag in Beziehung standen. Um seine Beobachtungen zu beschreiben, griff Philippe Descola auf das anthropologische Konzept des Animismus zurück, wo allem eine Seele zugeschrieben wird, Anima auf Lateinisch. Er entwickelte das Konzept jedoch weiter, da man bei verschiedenen Lebensformen von einer physischen Diskontinuität ausgeht. Zusätzlich zur Tatsache, dass sie annehmen, dass die meisten nichtmenschlichen Wesen diese innere Veranlagung haben, gehen sie davon aus, dass jede Lebensform physische Veranlagungen hat, die ihr Zugang zu Welten ermöglichen, die im Grunde wie eine Verlängerung ihrer Sinnesorgane und ihrer Fortbewegungsart, ihrer ökologischen Nische und so weiter sind. Mit anderen Worten, die Lebenswelten einer Harpyie, die im Amazonas sehr hoch über den Bäumen fliegt, und eines Welses sind sehr unterschiedlich, weil sich ihre Welten aus physischen und physiologischen Gründen nicht berühren. Das ist natürlich das komplette Gegenteil von der Art und Weise, wie wir die Beziehungen zwischen Menschen und nichtmenschlichen Wesen sehen. Wir gehen davon aus, dass Menschen die einzigen Lebewesen sind, die eine subjektive und moralische Innerlichkeit haben. Andererseits sind wir der Ansicht, dass wir Menschen uns nicht wirklich von anderen organisierten Wesen unterscheiden, da auch wir den Gesetzen der Chemie, Physik, Biologie und so weiter unterliegen.
Für uns ist diese Zweiteilung selbstverständlich, zwischen Natur und Kultur. Doch es ist nur eine Möglichkeit, die Welt zu betrachten. Insgesamt definiert Philippe vier Systeme, wie die Menschen ihre Beziehungen zu ihrer Umwelt sehen. Naturalismus und Animismus, aber auch Totemismus und Analogismus. Die Einteilung beruht auf der Unterscheidung zwischen Physikalität und Innerlichkeit und der Kontinuität und Diskontinuität. Der Naturalismus des modernen Westens äußert sich in einer Kontinuität der Physikalität, da alle Wesen und Dinge denselben Naturgesetzen unterliegen, und einer Diskontinuität der Innerlichkeiten. Man glaubt, nur die Menschen verfügen über ein Innenleben, während man im Animismus von der Kontinuität der Innerlichkeiten und der Diskontinuität der Physikalität ausgeht. Die Aborigines gehen vom Totemismus aus. Kontinuität sowohl der Innerlichkeiten als auch der Physikalität. Der Analogismus ist das Gegenteil, Diskontinuität von Innerlichkeiten und Physikalität. Philippe Descolas nennt diese vier Muster Ontologien. Es stimmt, dass wir gewohnt sind zu denken, dass wir Menschen ein Innenleben haben, die Pflanzen aber nicht. Wir sagen auch manchmal, dass das nur eine Sichtweise von vielen ist. Andere Völker sehen das anders. Und vielleicht haben sie sogar recht. Ist das nicht etwas relativistisch? Die Anthropologie ist ganz allgemein relativistisch. Denn sie lässt uns an der Universalität von Dingen zweifeln, die wir als gegeben ansehen. Sie und ich, wir haben sozusagen dasselbe ontologische Mobiliar. Es setzt sich aus denselben Arten von Wesen zusammen und die Eigenschaften, die man diesen Wesen zuschreibt, sind durch unsere Erziehung ziemlich analog. Aber dieses ontologische Mobiliar verändert sich im Laufe der Zeit und je nach Ort, sodass das Mobiliar der Chivaro vollkommen anders ist als unseres. Das bedeutet nicht, dass sie Recht haben und auch nicht, dass wir Recht haben. Es bedeutet, dass die Welt, die wir uns aufgebaut haben, nicht aus denselben Bestandteilen besteht. Die Bestandteile unserer Umwelt, denen wir mehr oder weniger Bedeutung beigemessen haben, sind völlig unterschiedlich. Um ein Beispiel zu nennen, ein Chivaro, der Jäger ist, oder eigentlich jeder Chivaro, hat gelernt, Hinweise in seiner Umgebung zu interpretieren, wenn er sich im Wald befindet. Denn er hat Jagdgeschichten gehört, durch die er Geräusche und Gerüche als Anzeichen für die Anwesenheit eines Geistes einordnet. Wenn er zum Beispiel ein Geräusch hört, aber nichts sieht, plötzlich einen warmen oder kalten Atem spürt oder einen Strudel in einem sonst ruhigen Fluss sieht, solche Dinge. All diese Zeichen können als Anwesenheit eines Geistes interpretiert werden. In seiner Welt gibt es also Geister, weil er Methoden erlernt hat, die er als legitim betrachtet, um Geister zu identifizieren. Ein Physiker des CERN, der mit einem Teilchenbeschleuniger arbeitet, hat ebenfalls gewisse Methoden und Geräte, um Dinge zu erkennen, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Elementarteilchen, Myonen, das Higgs-Boson, solche Dinge. Er vertraut seiner Apparatur, die aus den Spuren dieser Teilchen auf ihre Existenz schließt. Das bedeutet nicht, dass es egal ist, ob Geister oder Higgs-Bosonen existieren. Aber ich als Anthropologe beschäftige mich nicht mit solchen Fragen. Ich versuche nachzuvollziehen, dass für gewisse Menschen Elemente in ihrer Welt existieren, die andere nicht sehen können. Wir vertrauen den Physikern, wenn sie uns sagen, dass sie existieren. Dasselbe gilt für die Chivaro. Für sie existieren Geister, die ich nicht sehe. Aber wenn sie mir sagen, auf welche Anzeichen ich achten muss, kann ich nachvollziehen, dass man daraus auf die Anwesenheit eines Geistes schließen kann. Ihre Welten sind also unterschiedlich. Es gibt also keine alleinige Welt für alle. Deshalb sage ich immer, dass es eine Vielzahl von Welten gibt. Und mir geht es darum, die Filter nachzuvollziehen, durch die sich diese Ontologien für jeden von uns entwickeln.
Das Konzept Natur ist eine Erfindung der europäischen Moderne und hat sich seit der Antike ständig weiterentwickelt, bis es im 17. Jahrhundert zu seiner endgültigen Form fand. Was waren die wichtigsten Entwicklungsschritte? Und wenn wir nicht schon immer Naturalisten waren, was waren wir vorher? Gute Frage. Der Naturalismus hat sich schrittweise herausgebildet. Er entstand durch die griechische Philosophie und Wissenschaft. Und zwar, als nicht länger die Vorstellung herrschte, dass gewisse Phänomene durch die Laune der Götter, sondern durch die Natur hervorgerufen werden. Auf Griechisch hieß das Physein, also Physis. Was genau ist die Physis? Sie beschreibt die Tatsache, dass gewisse Wesen Eigenschaften besitzen, die nur sie haben. So liegt es beispielsweise in der Natur einer gewissen Pflanze, eine bestimmte Eigenschaft zu haben. Diese Idee stammt vor allem von Aristoteles. Die Vorstellung, dass es Phänomene gibt, die sich durch die Kenntnis ihrer physischen Eigenschaften erklären lassen, hat sich durch das Christentum verstärkt, durch die Vorstellung der Trennung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und die Vorstellung, dass diese gesamte Welt das Produkt der Handlung einer Gottheit ist, durch die es auch Transzendenz gibt. Es gibt eine Trennung, eine Überlegenheit und Äußerlichkeit des Schöpfers in Bezug auf das Geschöpf, wobei die Menschen eine Sonderrolle einnehmen. Denn die Menschen haben den Auftrag erhalten, über diese Schöpfung zu wachen. Adam sollte zum Beispiel die Tiere benennen. Die endgültige Ausbildung kam mit den Texten des 17. Jahrhunderts, mit der sogenannten mechanistischen Revolution, also bedeutenden Autoren wie Galileo, Descartes oder Bacon. Für sie war die Welt mathematisch erfassbar, auf wissenschaftliche Gesetze reduzierbar. Hier ist es wichtig zu verstehen, dass diese wissenschaftliche Revolution im 17. Jahrhundert aus einer neuen Vorstellung der Natur hervorging. Das beschrieb Maurice Merleau-Ponty in seinen Vorlesungen am Collège de France, dass nicht die Anhäufung wissenschaftlicher Erkenntnisse die Vorstellung von Natur verändert habe, sondern die veränderte Vorstellung von Natur die Entwicklung der Wissenschaften überhaupt erst ermöglichte. Ich behaupte sogar, dass nicht eine veränderte Vorstellung von Natur, sondern die Entstehung des Konzeptes Natur der ontologische Nährboden war, auf dem sich die Wissenschaften ab dem 17. Jahrhundert entwickeln konnten. Der Naturalismus ist nach und nach durch diese Art Reinigung entstanden. Aber seine endgültige Form nahm er erst im 19. Jahrhundert an, als die Vorstellung von Kultur entstand. Also die Annahme, dass kollektive Subjekte, Menschen, in Gesellschaften leben. Auch das ist ein relativ junges Konzept. Und dass diese Menschen die Fähigkeit haben, eine gemeinsame Sichtweise auf die Welt zu entwickeln, die sie umgibt. Der zweite Teil meiner Frage war, was wir davor waren. Wir waren bis zur Renaissance das, was ich als Analogisten bezeichne. Was ist der Analogismus? Es ist eine bestimmte Art, Kontinuitäten und Diskontinuitäten zwischen Menschen und nichtmenschlichen Wesen zu betrachten. Er beruht auf der Annahme, dass die Welt aus Besonderheiten, Einzelheiten, Elementen, Zuständen und Situationen besteht, die man ordnen können muss durch Entsprechungen. Also durch Klassifizierungen wie Tag verhält sich zu
Nacht wie Schwarz zu Rot. Hinweise auf diese analogistische Ontologie findet man auch in der Entsprechung von Makrokosmos und Mikrokosmos. Damit ist die Vorstellung gemeint, dass der Körper eine Welt in Miniaturform ist und dass es Analogien zwischen den Elementen des Körpers und denen der Welt gibt. So etwas findet man in analogistischen Zivilisationen ständig. Wir haben das im Naturalismus in Form von Horoskopen beibehalten, die es im Animismus zum Beispiel nicht gibt. Wir waren vorher auch animistisch? Davor. Also vor der griechischen Antike? Ja, möglicherweise. Ich denke, dass der Animismus vielleicht eine der ursprünglichen Formen ist, die sich unter bestimmten Umständen zum Analogismus entwickelt hat. Vor langer Zeit waren wir im Westen vielleicht Animisten. Auch wenn wir heute eher Naturalisten sind, hat jeder von uns manchmal Reflexe, die man eher dem Animismus zuordnen würde. Wir ziehen ständig animistische Rückschlüsse. Wenn unser Computer im ungünstigsten Moment abstürzt, unterstellen wir ihm eine böswillige Absicht. Oder wenn unser Auto nicht anspringt. Dann treten wir dagegen und sagen, du blöde Sau, warum tust du mir das an? Es ist völlig normal, leblosen Objekten, nichtmenschlichen Dingen, eine Absicht zu unterstellen. Die Ontologien zu verstehen, die die Welt strukturieren, ist intellektuell befriedigend. Und der moderne Naturalismus hat konkrete Auswirkungen. Man kann es positiv sehen. Die Natur unterliegt ihren eigenen Gesetzen und hat als Forschungsgegenstand zu einer beispiellosen Entwicklung der Wissenschaft geführt. Aber Umweltschützer sind der Meinung, dass diese Abgrenzung von der Natur, die Vorstellung als bloßer Rohstoff, der ausgebeutet werden kann, die Entwicklung des heutigen Kapitalismus vorantreibt, der für unsere Umweltkatastrophe verantwortlich ist. Ich denke, der Kapitalismus ist ein Produkt des Naturalismus. Der Naturalismus propagiert die Idee, dass jedes Element dem anderen gleicht. Und die Vorstellung, dass Geld alles miteinander vergleichbar macht, einschließlich Arbeit und Erde, ist in anderen Systemen unvorstellbar. Im Animismus gibt es nicht einmal ein annäherndes Äquivalent von etwas. Anthropologen konnten nachweisen, dass es in bestimmten analogistischen Systemen, zum Beispiel in Afrika und gewissen Regionen im Hochland von Südamerika, unterschiedliche Kreisläufe gab. Man konnte also Waren einer bestimmten Art nicht gegen Waren einer anderen Art tauschen. Die Waren zirkulierten in geschlossenen Kreisläufen. Aber Geld als allgemeines Äquivalent und der freie Markt für Land und Arbeit haben die Grenzen zwischen den jeweiligen Tauschkreisläufen gesprengt. Das führte zu Beginn des sogenannten Anthropozän, also mit der Perfektionierung der Dampfmaschine von James Watt Ende des 18. Jahrhunderts, zu etwas vollkommen Neuem, dem industriellen Kapitalismus. Interessant, dass der Kapitalismus als Geld- und Marktwirtschaft, die es ermöglicht, alle möglichen Güter auf einem entgrenzten Markt zu kaufen, zu einer naturalistischen Gesellschaft gehört. Das passt zu der nächsten Frage, die ich Ihnen stellen wollte. Inwiefern ist unsere naturalistische Ontologie für die heutige Klimakrise verantwortlich? Sie ist zum Teil dafür verantwortlich, weil sie die Entwicklung des Kapitalismus ermöglicht hat. Und der Kapitalismus ist natürlich unmittelbar für den erheblichen Anstieg der Treibhausgasemissionen verantwortlich, aber auch für die industrielle Produktion und alles, was damit einhergeht. Verschmutzung der Böden, des Wassers und der Luft. Da gibt es einen eindeutigen Zusammenhang. Und durch die Annahme, dass die Natur von den Menschen getrennt ist, wird sie zu einer Ressource. Die großen politischen Denker, und zwar sowohl die Liberalen als auch die Sozialistischen, waren nicht in der Lage, die Tragweite dieser Denkweise zu erfassen.
dass die Natur so zu einer unerschöpflichen Ressource wird, aus der man immer mehr wertschöpfen kann, entweder für das Wohlergehen der gesamten Menschheit oder für das Wohlergehen einiger weniger. Wir werden nun mit dem Ergebnis dieser konzeptuellen Unfähigkeit konfrontiert, die Verkopplung der Entwicklung des Wohlstands mit der Entwicklung der Ausbeutung der Natur zu verstehen. Der Naturalismus führt also auch dazu, dass die Vorstellung der Abgrenzung von der Natur die gegenseitigen Abhängigkeiten ausblendet. Natürlich, wir verstehen diese Abhängigkeiten immer besser. Früher hatten wir eher die Vorstellung, dass Menschen die Herren und Beschützer, nein, ich meine die Besitzer der Natur sind. Aber das ist im Grunde dasselbe, denn man kann nur das beschützen, was man besitzt, was man kontrolliert. Es ist eine Abwandlung des Zitats von Descartes. Wir sollen so etwas wie Herren und Besitzer der Natur werden. Das beruht auf der Unwissenheit, der Verbundenheit der Menschen mit ihrer Umgebung. Wir bestehen zum Beispiel aus Milliarden Bakterien. Die Vorstellung, dass Menschen von nichtmenschlichen Dingen klar unterschieden werden können, ist absurd. Denn wir werden zum Teil durch die Wirkung dieser Milliarden nichtmenschlichen Wesen in uns bestimmt. Stimmt, sie bestimmen unsere kognitiven Fähigkeiten, unsere Lebensweise. Wir sind also zu jedem Zeitpunkt Elemente in Interaktionsketten, durch die jede noch so grundlegende Handlung Auswirkungen auf diese sehr langen Ketten und Rückkopplungsschleifen hat, die wiederum auf unsere Umwelt und schließlich dann auch auf uns selbst einwirken, beziehungsweise auf unsere Überlebensfähigkeit als Spezies. Dass wir von anderen Lebewesen abhängig sind und auf allen Ebenen miteinander verflochten, wissen Biologen nur zu gut. Die Anthropologin Charlotte Brief hat sich mit der Beziehung zwischen Menschen und Mikroben beschäftigt und den Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung untersucht. Mais très rapidement, en fait, on a des usages qui se décalent, donc on commence à les utiliser dans les élevages. Les antibiotiques ont vraiment participé à cette intensification de l'élevage. Le problème, c'est que aujourd'hui, on est confronté à l'antibiorésistance. C'est un peu la revanche des microbes. On a oublié, mais ça pour le coup, c'est vraiment une conception très naturaliste, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'on pouvait extirper des microbes d'un milieu, qu'on pouvait leur faire produire des antibiotiques et qu'on pouvait ensuite balancer ces antibiotiques par tonnes dans des milieux dans lesquels ils n'avaient rien à faire, sur des micro-organismes, en pensant que ces micro-organismes, en fait, allaient juste mourir. Donc, une pratique d'éradication, qui est vraiment celle de la médecine du XXe siècle. Sauf que les bactéries, c'est des êtres vivants, qui en plus ont des capacités évolutives qui sont démentielles. Et donc, ces bactéries se sont mises à résister. Donc, on se retrouve aujourd'hui, par exemple, avec des enfants qui peuvent avoir des otites qui sont devenues résistantes aux antibiotiques qu'on utilise de façon générale pour les traiter, alors qu'ils n'ont pas forcément eu d'antibiotiques avant, mais tout simplement parce que les bactéries, elles bougent. Diese Erkenntnis über die Abhängigkeiten hat Einfluss auf den ökologischen Diskurs. Der Naturalismus ist nicht monolithisch. Er bringt wissenschaftliche und politische Diskussionen hervor, die seine eigenen Grundlagen in Frage stellen. Wie die Vorstellung, die Menschen von anderen Lebewesen ganz klar trennt, weil nur sie über eine Innerlichkeit verfügen würden. Doch viele Arbeiten, die das Verhalten von Tieren untersuchen, widerlegen das. Es konnte gezeigt werden, dass Tiere Rückschlüsse ziehen und klassifizieren können und dass gewisse Tierarten kognitive Fähigkeiten besitzen, die sich von denen der Menschen kaum unterscheiden. Und es konnte gezeigt werden, dass es Kultur bei Tieren gibt. Gewisse Eigenschaften werden innerhalb einer Art gelehrt und weitergegeben. Ich denke dabei insbesondere an Vogelgesänge, von denen es verschiedene Variationen gibt. Das hat zum Beispiel Mahler bei Buchfinken erforscht. In birdsong, dialects are distinct song variants within a species, specific to particular regions.
Es gibt auch Unterschiede in der Entwicklung der Techniken. So wurde nachgewiesen, dass Gruppen von Schimpansen, die untereinander keinen Kontakt hatten, andere Techniken entwickelt hatten, um Nüsse zu knacken oder zu jagen. Es ist also unmöglich, eine Grenze zwischen Menschen und Tieren zu ziehen. Diese Grenze beruhte lange auf dem Homo faber, also auf technischen Fähigkeiten. Aber nun stellt man fest, dass das nicht stimmt, denn auch Tiere haben Techniken. Außerdem variieren Techniken innerhalb einer Art, je nach Lernbedingungen. Für einige Vertreter des Antispeziesismus, wie den Philosophen Peter Singer, ist die Tatsache, dass Tiere Freude und Leid empfinden können, ein Grund dafür, ihnen Rechte zuzugestehen. Philippe Descolas sieht darin keinen Bruch mit der Logik des Naturalismus. Ich denke, dass es eine Erweiterung des Naturalismus, das heißt des Individualismus, darstellt, wenn man gewissen Arten Rechte zuspricht. Die Vorstellung, dass Menschen von Natur aus Eigenschaften besitzen, die es ihnen erlauben, gewisse Rechte zu haben, also Menschenrechte, wird auf weitere Lebewesen ausgedehnt. Ja, die Rechte werden ausgedehnt. Genau, indem man sie auch Walen, Delfinen und Schimpansen zugesteht. Die gegenwärtige Situation erfordert eine bedeutende intellektuelle Bemühung, um neue institutionelle Formen des Umgangs mit nichtmenschlichen Wesen zu entwickeln, damit wir der Sackgasse des Naturalismus entkommen. Für Philippe Descolas gibt es die Natur nicht. Sie ist eine Erfindung der westlichen Moderne, die mit einem zerstörerischen Verhältnis zum Lebendigen einhergeht. Und er weiß, dass wir eine Veränderung unserer Ontologie nicht erzwingen können. Wir werden nicht plötzlich zu Animisten. Aber wegen der zerstörerischen Auswirkungen unseres Produktionsmodells können wir über Veränderungen nachdenken, um alles Lebendige zu schützen. Die Quellenangaben findet ihr in der Beschreibung. Und wir haben noch mehr offene Ideen für euch. Bis bald!